Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zur zweiten Folge von Sim Airport. Ja, wir haben letztes Mal hier schon den Grundstein gelegt für den Neubau von dem Flughafengebäude und waren eigentlich noch dabei, einerseits natürlich auch die Forschung weiter voranzutreiben, dass wir ich glaube, längere Landebahnen bauen können. Wenn mich nicht alles täuscht, war das, glaube ich, so. Genau. Das heißt, ich schau mal hier die Forschung. So, die Technologie. Okay, gut. Gate-Steuerung. Okay, die Grundstückserweiterung wollten wir machen. So. Das mache ich jetzt natürlich. Oh, das geht gleichzeitig. Wusste ich gar nicht. Okay, Wartung, Einwegfahrt, Einbahnrollwege, Kreuzungen für Stadt- und Landebahn. Das wäre auch noch was, was mich so ein bisschen reizen würde tatsächlich. Ich muss einen Kontrollturm bauen. Ja, das ist aktuell immer noch so eine Sache. Ah doch. Ja, jetzt kann ich ihn bauen. Ja. Ja. Zu nah an einem. Okay. Dann setze ich den jetzt einfach mal hier hin. So. Was ist denn das? Ach nee, das ist Zuschüsse öffentliche Hand. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Wie wir denn. Wie wir denn die hier die Anlieferung weg von der Straße bekommen. Also wir müssten dann auch hier größtenteils Änderungen an der Infrastruktur vornehmen. Ja, sehen wir dann mal. Warum kann ich eigentlich keine Early AM annehmen? Was brauche ich da dafür? Huch, nee, jetzt wollte ich nicht. Ich kann jetzt nämlich noch hier zweimal orange annehmen und zweimal rot. Ja, dann nehmen wir doch hier die Alaska Airlines und nehmen da ja, einmal hier und einmal das da und dann zweimal die mit S. So. Hier ändern wir das so und so. Ich könnte prinzipiell da. Ja, genau. Stellen wir mal nochmal zwei hier: American Airlines. S. So, und den tue ich hier so spät wie möglich reinsetzen. Perfekt. Warum habe ich kein Early AM? Nö, egal. Das funktioniert ja soweit alles. Und wir schauen jetzt mal, dass wir. Ach nee, Grundstückserweiterung, genau. Das braucht noch kurz. Gut. Und das kann ich hier nicht verlegen, oder? Das ist fest. Das ist noch eine andere Frage. Kommt der Abfallbereich überhaupt? Also, kommt der Müllwagen überhaupt dort rein? Also sind die Straßen richtig besetzt? Tja, werden wir dann sehen. Polizei. Ja, also. Das erste ist natürlich, wenn man in einen Flughafen reinkommt, ist natürlich der ja die Tickethalle. Und dafür brauchen wir natürlich diese Teile hier, diese Check-in-Schalter.
Ja, da könnten wir natürlich hier die ganz normalen nehmen. Fluginformationsschalter, Gate-Schalter. Gate-Schalter ist dann das hier hinten. Das brauchen wir jetzt eher nicht, aber ich habe auch ein paar Mods hinzugefügt. Busgate, das müssen wir auch noch irgendwie verwenden. Ich habe nämlich ein paar Mods hinzugefügt. Handy-Ladestation. Ist ja immer geil. Das muss ich sie nur finden. Souvenir? Souvenir? Nee. Ach, hier. Genau. Double Ticket Desk Screen. So. Double Ticket Desk. So sehen ja eigentlich auch die. So sieht's ja eigentlich auch im Flughafen aus. Ja? Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen versuchen, auch so einen Flughafen-Style aufzubauen. Ja, das heißt jetzt für mich so für eine grobe Planung könnten wir ja auch irgendwann mal sagen, wir bauen hier nach links komplett aus, können hier noch ein zweites Terminal machen und so weiter. Aber prinzipiell, wenn man ja sozusagen in den Flughafen reinkommt, hat man erstmal, sagen wir, so ein bisschen Leerraum. Und hat der dann in der Mitte diese, ja, diese Ticketschalter. So, davon würde ich jetzt einfach mal 1, 2, 3 Reihen oder vielleicht auch 4 Reihen machen. Da davor machen wir noch diese, diese Fast-Check-In-Schalter. Aber nicht so lang labern, sondern einfach machen. So. Ich würde denen jetzt einfach mal so viel Platz da in der Mitte geben. Ja. Oder wir bauen erstmal zwei. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, irgendwie mal symmetrisch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nee. Halt. Abbrechen. So, wunderbar. Muss in einem funktionierenden Tickethalle. Jetzt weißt du Bescheid, wa? Tickethalle. Machen wir doch einfach nur so. In Unreachable Check-In Schalter Ticket. Was? Fehlgeschlagen Check-In Schalter Ticket Kiosk. What? Benötigt 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8? Echt? Okay. Ja. Ja, ihr habt aber ja erstmal gar keine Türe. Also von dem her ist das ja alles mal nicht so tragisch. So, dann haben wir nachher hier sozusagen den Eingangsbereich. Und ja. Genau, wir haben da den Eingangsbereich, haben hier die ganze Ticket Area und könnten dann prinzipiell erstmal eine Wand aufstellen. Mit einem bisschen Abstand. So, weil mein aktueller Plan ist gerade irgendwie so die ankommenden. Ich weiß nicht, ob das im echten Flughafen auch so ist. So, die ankommenden sind eher so im Erdgeschoss und die
Nee, Quatsch, sorry. Die Abfliegenden sind im Erdgeschoss, die Ankommenden sind im ersten Geschoss. Das heißt, ich möchte auch nachher hier... Wir können ja, glaube ich, bis zu zwei... Genau, oben drüber bauen. Und bis zu zwei unten drunter, genau. Dass wir sozusagen jetzt hier, ja, einfach ein bisschen auch... Ja, wie soll ich es jetzt erklären? Halt uns hier im Untergeschoss hauptsächlich um die abfliegenden Leute kümmern. Ja, das heißt Tickethalle, das heißt dann hier ein paar Klos, dann die Security und dann sozusagen dann hier der Abflugbereich mit den ganzen Gates. Da bin ich aber gerade noch ein bisschen am Struggeln, weil da wird mir der Platz schnell ausgehen. Das heißt, wir können ja hier einfach mal easy... Oh. Okay. Also ich kann das einfach easy kaufen. Ja, das geht. Ja. Das geht ein bisschen. So, hier nochmal. Sehr gut. Wunderbar. Aber wir wollen uns doch jetzt hier erstmal um die Tickethalle kümmern. So, große Schiebetür. Ja. Ihr kriegt hier nämlich Eingänge. Kann ich die hier zentral hinbauen? Nee, der ist nicht symmetrisch. Scheiße. Ja, gut. Dann kriegt ihr hier eine hin und ihr kriegt hier eine hin. Das reicht. Das reicht. Und ihr kriegt stinknormale Fliesen. So. Wie heißt denn das? Das Fast-Check-In. Das habe ich doch hier auch stehen. Ticket-Kiosk heißt das. Ticket-Kiosk, genau. So, das kriegt's hier. Und hier. Kommen da die Leute denn überhaupt rein? ja. Anderen Boden. Ja, werden wir uns gleich mal sehen. Ich stelle die einfach trotzdem mal ein. Ob die jetzt da hinkommen oder nicht. Ah doch, die kommen hin. Okay. Naja. Sehr gut. Gut, so, dann haben wir das. Gibt es da auch irgendwie sowas wie ein Kiosk? Also was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist mal ein Toilettenbereich. Und das mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 groß. Sechst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, oder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blub. Eine Türe. Hier und hier. Und dann kommt eine Single. Okay, nee,
das hier. Ja, oder? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Macht so mehr Sinn? Machen wir mal so. Gibt's das? Nee, wie schreibt man das? Das Pissoir? Heißt das so? Waschbecken? Ja, das kann man auch gleich hinmachen. Urinal heißt das. Okay. Alles klar. So, Toilette. Gibt's WC? Ah, WC Damen. WC Herren. Und ihr kriegt noch einen Halt. Nein, nein. Ne, hier Bau. Böden. Ja, ihr kriegt jetzt noch so einen schönen. Tja. Das da. Das da. Das da. Das da. So, dann haben wir hier ein WC. Und was könnten wir hier noch hinmachen? Warte mal. Ich hab doch vorhin da was gelesen. Besucherempfang. Vertreter der Fluggesellschaften werden hier in Empfang genommen. Der Zutritt für normale Passagiere ist untersagt. Dies gilt auch für die sich dahinter befindlichen Bereiche. Besucher, okay, krass. Büro, okay, Kaffee, Elektrik. Hier werden viele deiner Flughafenleitungen entlanglaufen, einschließlich die Audioverkabelung. Erste Klasse Lounge. Füge eine Loge für Passagiere der ersten Klasse hinzu, um ihre Bedürfnisse und Wünschen besser gerecht zu werden. Geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Mindestgröße 5 mal 5. Flugcrew-Loge. Füge eine Loge für Flugbesatzungen hinzu, in der sie sich privat entspannen und auf ihre Flüge warten können. Ach du Scheiße. Heilige Spielezone. Bietet Unterhaltungsmöglichkeiten für Passagiere, die und senkt dadurch die Langeweile. Okay. Geschäft. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier so? Geschäft. Benötigt beliebiges Produkt für den Verkauf. Kasse. Digitaler Werbebildschirm. Okay. So. Kasse. Kasse. So. Kühlvitrine. In Cafés platzieren, um kalte Speisen, die in den Küchen zubereitet werden, zu präsentieren. Oh mein Gott. Getränkespender, Kaffeemaschine. Getränkeautomat. Okay, was brauchst du noch? Benötigt beliebiges Produkt für den Verkauf. In einem funktionierenden. Ah, muss ein funktionierendes Kaffee? Oh nee! Ja, dann demontiert ihn mal wieder.
Moment, Geschäft, das war das mit dem Arzneimittel und sowas. Verkauf? Ja, genau, ja. Ich erinnere mich. Cool, na gut. So, Bekleidung. So, Bücher, Elektronik, okay. Kleiderständer, so, Zustand, oh mein Gott. Make-up. Make-up. Noch mehr Make-up. Haha! So scheiße. Ja, haben wir hier für ein Geschäft gesorgt. Ihr kriegt noch einen Holzboten, einen schicken. Hätte ich fast gesagt, den hier. So. Und... Oh, kacke, welches war der? Krieg ich da eine Info von? Was ist der? Ich hoffe, dass ich mir merke, sieht das so aus? Könnte passen. Fußboten 08, kann ich mir das merken? Baut den mal bitte. Nee, das ist nicht so ganz richtig. Nee, das ist auch nicht richtig. Scheiße. Nee, das ist auch nicht richtig. Kacke, welche war denn das? War das der? Machen wir bitte 12. Hä? Bin ich dumm? Hä? Welche Fußboten haben das? Okay, Moment. Wir machen mal kurz so und... Tonwerkzeug. Ja, aber sag mir bitte, welcher Boten das ist. Fußboten 13. 13, 13, 13. Den hier. Okay. Muss ich mir merken. Und das ist ja wirklich so. Ja, genau. Okay. Fußboten 13. Muss ich da oben reinkriegen. Gut, das war's dann wieder für diese Folge. Wir haben hier ein bisschen uns schon mal vorbereitet. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, jetzt werdet ihr da sehen. Falls euch gefällt, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!